Und endlich heißt es bahnfrei für alle. Die Ansage für unsere Fahrzeuglenker aller Gewichtsklassen lautet: Fahrt euch mal so richtig nach Herzenslust fest. Was trotz Kiesgrube mit weichem Sand, Rampen und Böschungen gar nicht so einfach ist. Wenn es dann doch geschafft ist, wird der erste Schritt sein, den Wagen per Achssperre freizubekommen, soweit er über Zentral-, Vorder- oder Hinterachssperre verfügt. Wenn das nichts hilft, kann man es mit Schaukeln und Schieben versuchen. Das hat allerdings nur Aussicht auf Erfolg bei kleineren Autos. Bei gefühlvollem Umgang mit Kupplung und Gas schaukelt sich der Wagen eventuell aus dem Loch heraus. In unserem Fall sitzt der Mitsubishi aber zu stark auf. Hängt ein Rad in der Luft, könnten es die Helfer durch clevere Gewichtsverteilung zwingen, Grip zu bekommen. Doch auch das kann den L200 in unserem Fall nicht befreien. Ein probates Mittel, das in jedem Fall ausprobiert werden sollte, ist das Ablassen der Luft. Je breiter der Reifen aufliegt, desto größer die Chance, dass man wieder loskommt. Doch Achtung, idealerweise sollte der Reifendruck nach dem Bergemanöver sofort wieder aufgefüllt werden, um Schäden am Reifen zu vermeiden. Zur weiteren Ausrüstung kann auch ein exotisch anmutendes Gerät zählen. Dabei arbeitet der Highlift oder Highjack mit einem mittlerweile über 100 Jahre alten Prinzip. Althergebracht würde also besser passen als exotisch. Ein Kletterbolzen wandert auf einem gelochten Stahlträger nach oben, wenn der Hebel bewegt wird. Und wozu das Ganze? Muss man im Gelände das Fahrzeug anheben, zum Beispiel um ein Sandblech unterzubekommen. Dann helfen die normalen Fahrzeugwagenheber, die zur Erstausstattung gehören, nicht viel. Die heben ja viel zu wenig. Da ist zum Beispiel ein Highlift eine Option, ein Gerät, mit dem man schon durchaus vorsichtig umgehen sollte, aber was sehr kräftig ist, wenn man weiß, wie man damit umgeht. An dieser Stoßstange zum Beispiel ist ein Punkt vorbereitet. Da kann ich ihn ansetzen. Stabile Unterlage ist immer wichtig. Hier haben wir eine Holzbohle genommen und dann werde ich jetzt mit jedem Hub das Fahrzeug einen Bolzenschlag nach oben bewegen. Dabei muss ich hier die Kraft aufbringen. Je weiter das Fahrzeug steigt, umso mehr Arbeit ist es auch. Ich kann hiermit das Fahrzeug gut einen Meter anheben. Da sollte jedem klar sein, das ist eine instabile Angelegenheit. Deswegen aufpassen, dass das Fahrzeug gut gesichert ist. Handbremse angezogen, Gang eingelegt, sowieso im besten Fall noch zwei Keile an die Hinterräder. Will ich das Fahrzeug wieder absetzen, muss ich den Prozess der Kletterbolzen umkehren. Dafür ist es ganz wichtig, dass der Hebel angesetzt ist, denn der würde sonst mit viel Kraft nach oben schlagen. Und dann muss ich hier einmal umjustieren und kann dann das Fahrzeug abheben. Aber man merkt, hier ist die Kraft und würde ich loslassen, schnellt er nach oben. Und das kann ziemlich wehtun. Selbst wenn die Benutzung des Highlifts nicht ohne Tücken ist, auch im Sand leistet er seinen Dienst. Wichtig ist, auf diesem weichen Untergrund für festen Stand zu sorgen. Einige Holzblöcke helfen. Der Rockslider ist ein weiterer möglicher Ansatzpunkt, allerdings nur, wenn er direkt am Leiterrahmen angebaut ist. Um Lack oder Blech zu schützen, sollte vor dem Anheben etwas um den Highlift gewickelt werden.
Eine weitere Möglichkeit, den Wagen anzuheben, bietet ein Rad. Achtung, den Stangenheber nicht direkt an der Felge ansetzen, sondern einen Baumgurt nutzen. Ein Pluspunkt, man hebt das Fahrzeug nicht erst aus den Federn und muss den Heilift daher auch nicht in schwindelerregende Höhen pumpen. Außerdem ist so eine Felge ein stabiler Anschlagpunkt. Zum Abholstern eignen sich übrigens auch Fußmatten. Nun kann man entweder die Mulde unter dem Reifen auffüllen oder gleich ein Sandboard runterschieben. Hängt ein Rad ohne Kontakt zum Boden in der Luft und das Auto verfügt über keine Differentialsperre, sieht es zunächst erstmal schlecht aus. Doch ein langer Spanngurt kann helfen. In Ermangelung eines Baums oder Felsens nutzen wir einen unserer 10-Tonner als Anschlagpunkt. Besonders wichtig, die Reifen sollten in Zugrichtung eingelenkt sein. Das kurze Ende des Gurtes wird dann unter dem Rad durch eingefädelt und mittig auf der Lauffläche platziert. Je breiter ein Gurt ist, desto besser. Dann wird der Gurt mittels eines kleineren Spanngurts oder Seils an der Felge fixiert. Je enger, desto besser, aber hier bitte keine Leitungen mit einbinden. Der Gurt beklemmt sich nun selbst und man kann das Rad so weit vorwärts drehen, bis mindestens eine komplette Lage um den Reifen gewickelt ist. Jetzt vorsichtig Gas geben und der Wagen beginnt sich am Gurt nach oben zu arbeiten, als hänge er an einer Winch. Ein Helfer sollte das ganze Konstrukt aber ständig im Auge behalten, falls der Gurt abrutscht. Im Idealfall kommt man mit dieser Art Reifenwinde wieder frei. Ein etwas rustikal anmutendes Manöver ist die Holzbohle als Traktionshilfe. Dazu fertigen wir uns kurzerhand ein passendes Stück Brett. Dies darf nicht zu lang sein, da es sonst den Radkasten beschädigen würde. Die Bohle wird mit einem Spanngurt an der Felge festgebunden. Je weiter außen, desto besser wird die Bohle halten. Allerdings haben wir mit dieser Methode auf dem lockeren Sand keinen Erfolg. Anders dürfte es auf festerem Untergrund wie Lehmboden aussehen. Doch die Bohlentricks sind damit noch nicht zu Ende, denn ein auf die Lauffläche des Reifens gespannter Ast könnte mehr Vortrieb leisten. Das Holzstück muss natürlich gut durch das Radhaus passen, auch im eingefederten Zustand. Dann wird es sowohl quer als auch diagonal verspannt. Auch hier wieder darauf achten, dass keine Leitungen mit eingeflochten werden. Und siehe da, der Trick funktioniert tatsächlich. Werden mehr Bohlen aufgespannt, zwei sollten es mindestens sein, so vergrößert sich auch die Aussicht auf ein erfolgreiches Bergemanöver. Ein letztes Improvisationsmittel ist ein einfacher Spanngurt, wenn man nicht über eine Winch verfügt. Doch Vorsicht, diese Methode birgt eine ziemlich große Gefahr. Theoretisch eine denkbare Lösung. Ich habe einen großen Spanngurt, der kann auch mit 2 Tonnen Arbeitslast im Prinzip so ein Fahrzeug bergen. Aber die große Gefahr ist, ich stehe, wenn ich den Hebel bediene, direkt in Schussweite des Gurtes. Das heißt, wenn er reißt, wenn irgendwas bricht, dann erschlägt er den, der hier am Spanngurt arbeitet. Das waren eine Menge an Infos, doch damit sind die Tipps und Tricks zum Selbstbergen noch lange nicht ausgeschöpft. Beim nächsten Mal zeigen wir euch, wie ihr mit Hilfe von Mechanik und nicht zuletzt der Winch den Wagen wieder flott bekommt.